Hallo, ich möchte euch jetzt zeigen, wie man ein Fahrradtarot einstellt. Ja, da habe ich hier einen handelsüblichen Tarot, den gibt es im Baumarkt. Das ist der Display und hier oben ist die Halterung, das ist ja klar. Wir wollen den ja nur einstellen. Gut, dann setzen wir den am besten einfach mal drauf. Hier geht ja die Verbindung, das Kabel lang. Und hier ist dieser Zähler, der das zählt. Und der muss genau so stehen, wenn das Plastikteil in Fahrtrichtung geht und das Metallteil zurückgeht. Ja, und dann haben wir hier, ist so ein, wo jetzt Sigma draufsteht. Das ist der Empfänger. Da muss das Teil immer entlang laufen. Dann dreht man den Reifen mal ein Stückchen vor. Und das muss genau übereinander stehen, weil der sonst nicht richtig zählt. So, dann probiert man einfach mal und ja, kannst du einfach mal hochheben das Rad und einfach mal drehen. Ja, und bei mir sind jetzt 8 km/h. Also es funktioniert. Ja, und so stell dir den einfach ein. Ja, das war's. Und tschüss.